Servus, liebe Fußballfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part mit Vigalda Sandai in der J-League. So, ich habe jetzt nochmal ein Spiel gemacht nach dem letzten Erfolg gegen Nagasaki. Seht, ist leider mit 2 zu 3 verloren gegangen. Ja, was kann man zu dem Spiel sagen? Es war ein sehr zwiegespaltenes Spiel. Also die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen, lagen relativ schnell mit 0 zu 3 hinten. Muss dazu sagen, dass ich mich gegen die Mannschaft total vercoacht habe. Also ich habe hier so diese Aufstellung gehabt, also ein 4-2-3-1. Relativ offensiv das Ganze. Habe aber nicht damit gerechnet, und das hätte ich vorher mal besser überprüfen sollen, dass die Gegner eine brutale Offensivqualität hatten. Wir schauen mal ganz kurz rein, damit ihr ungefähr seht, was ich meine. Also wie gesagt, die erste Halbzeit komplett verschlafen für das, ja, 0-1 können wir eigentlich, also können wir nichts machen. Das war ein direkter Freistoß durch Gabriel Xavier. So, also 0-1 nach der ersten Minute und gleich 5 Minuten später das 0-2 hinterher. Also wie gesagt, das 0-1 lag jetzt nicht unbedingt an der Taktik, direkter Freistoß, aber jetzt das zweite Tor sieht man schon, die Außenverteidiger sind relativ weit aufgerückt. Eigentlich stehen wir jetzt wieder gut. Und ja, jetzt kommt hier ein Pass, eine Flanke, also eine brutale Qualität hier, Patinho. Auch das 3-0. Nochmal 10 Minuten später, also nicht mal die erste Halbzeit, also die erste Viertelstunde komplett verschlafen. Und sieht man jetzt hier, also gut, hab dann umgestellt in der zweiten Halbzeit auf ein 3-4-3-System, dann wurde es tatsächlich deutlich ausgeglichener. Haben dann auch den Anschlusstreffer hier erzielen können. Lass das mal kurz laufen. Nishimura legt hier nochmal quer auf Abe und er schiebt ein. Und ja, in der Nachspielzeit schon leider zu spät, kommen wir dann noch auf 3-2 heran. Was aber nicht so unwichtig war, dieses Tor. Ich zeige euch auch gleich warum. Dauert noch einen kleinen Moment. Also wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich habe einfach die Offensivqualität dieser Mannschaft komplett unterschätzt. Aber mit diesem 3-4-3 ging es dann eigentlich relativ gut. Und hier Rafaelsson, unser Ersatz für Ishihara, erzielt seinen Treffer. Gut, das war's dann. Ich bin jetzt leider wieder auf den 17. Platz abgerutscht, bin aber nach wie vor punktgleich mit dem FC Tokio und Belmare. Und wir sehen jetzt hier anhand des Torverhältnisses schon, dass es durchaus wichtig war, dass wir diese zwei Tore noch gemacht haben. Könnte also hinten raus nochmal entscheidend werden. Gut, also sehr, sehr ärgerlich gelaufen das Ganze. Also diese Taktik gerade gegen so offensive starke Mannschaften sollten wir tunlichst unterlassen. Und dieses 3-4-3 ist dann vielleicht gegen diese Mannschaften zur Absicherung hier die bessere Wahl, zumal wir hier immer noch Flügelspieler haben, die nach vorne was machen können. Und wahrscheinlich ist auch hier der Nakano für die Position ganz gut geeignet. In diesem System sind wir dann einfach zu, Entschuldigung, in diesem System sind wir dann einfach zu offen, wenn man hier die Flügelspieler auch noch nach vorne setzt. Klar, mit langen Bällen, und wenn dann nicht nach hinten nachgerückt wird, ist es gegen offensiv starke Mannschaften einfach schwer. Da sind wir mit der Taktik besser dran. Die Taktik werde ich jetzt eher weniger einsetzen, weil wir einfach ja nicht die passenden Flügelspieler haben. Also mit der oder der Taktik, je nach Gegner, sollte es dann machbar sein. Gut, also das zum letzten Spiel. So, wir sind jetzt also quasi in der Sommerpause, haben jetzt 3 Wochen kein Spiel, weswegen ich gleich mal ein Freundschaftsspiel arrangiert habe, um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken gegen niederklassigen Gegner. Abrasion. Fukushima, genau. So, ich zeige jetzt euch nur noch mal kurz die Stürme, damit ihr so den Eindruck habt,
Also hier Patinho zum Beispiel. Seht ihr, also der hat eigentlich nur grün. Ich habe, glaube ich, gar keinen Spieler, der nur grün hat. Ist aber noch gar nicht der Beste. Also hier Gabriel Xavier zum Beispiel. Also bringt eine enorme Qualität mit und auch Joe. Dieser Spieler hier. Also ja, da ist einfach viel, viel Qualität vorhanden gewesen und das habe ich einfach unterschätzt. Gut, sagt uns also beim nächsten Mal besser aufpassen, mit wem wir es da tatsächlich zu tun haben. Gut, haken wir das Ganze ab an der Stelle. Das nächste Spiel ist also ein Freundschaftsspiel, aber uns geht es, also mir geht es jetzt vorrangig in diesem Part um das Scouten, um das Finden eines oder vielleicht auch mehrerer neuer Spieler in dieser Transferphase. So, wir sehen ja auch, wir kriegen immer fleißig neue Angebote. Also wenn wir hier mal Anweisungen sehen. Die haben jetzt vor kurzem noch linke Verteidiger gescoutet, sind jetzt wieder zum generellen Fokus übergegangen. Unser Datenanalyst analysiert jetzt die nächsten Gegner, genau wie unser Talentsucher, der sich die Talente. Ja. So, hier kann man jetzt das auch mal einzeln anklicken. Sehe ich jetzt. Genau, also kann man sich jetzt tatsächlich einzeln anklicken. Die Berichte, die sie haben. Wir schauen jetzt aber erstmal kurz ins Scouting-Zentrum. Möchte jetzt eigentlich ungern jetzt aus anderen Nationen viel scouten. Möchte da wirklich vorrangig jetzt Japaner haben. So, und jetzt zum Beispiel haben wir hier für die linke Position Soya Takahashi und Yuto Uchida. So, die auf jeden Fall beide in unserem Transferbudget wären und auch im Jahresbudget. Also sehen wir hier oben, ich habe noch 2,3 Millionen zur Verfügung und 740.000 Gehaltsbudget, was ich investieren kann. So. Auch er hat drei Spieler gefunden, unter anderem Brasilianer, dann Takaya Inui und Ryoya Ogawa. Alles auch sehr junge Spieler. Und der dritte im Bunde hat ein wenig ältere Spieler gefunden, aber auch hier mit einer relativ hohen Empfehlung. So, lassen wir das erstmal ein bisschen übersichten. Schauen wir mal, was der hier so hat. Okay, also das müsste eigentlich alles in der groben Übersicht drin sein. Also gescoutete Spieler und aktuell, die derzeit noch gescoutet werden. So. Also, das erste, was ich suche, gehen wir mal hier in die Suche, ist einfach ein linker Verteidiger. Ich stelle jetzt mal nichts Besonderes ein. Da sehen wir schon, dass wir da eine ganze Breite haben. Der beste wäre ein Argentinier. Christian Porky wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei der eigentlich eher wieder rechts beheimatet ist. Also links. Nee. Er kann zwar links spielen, aber gut, wir schauen mal kurz in der Hierarchie. Würde er diese Rolle nicht wirklich können, man müsste ihn halt umlernen, das möchte ich eigentlich nicht. Ich brauche einen, der direkt einsatzfähig wäre. Gut, also wie gesagt, wir schauen jetzt in diesem Part einfach mal ein paar Spieler durch, denen ich jetzt auch Angebote machen werde. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir uns da entsprechend verstärken können. Also wir schauen mal ganz kurz in den Teambericht, Kadertiefe. Und da sehen wir hier auf der linken Verteidigerposition, wäre es halt ganz gut, wenn wir hier schon einen Vier-Sterne-Mann drin hätten oder zumindest auch einen Ersatz für Nagato, wenn er mal verletzt ist oder eine Pause braucht. Weil Hashisuke einfach, ja, das Talent jetzt nicht so mitbringt. Und Shihashi brauchen wir halt eigentlich an anderer Stelle.
Das heißt, den können wir eigentlich da mal komplett rausnehmen. Und dann sehen wir schon, dass es auf der linken Seite sehr, sehr eng wird und auch qualitativ sehr, sehr dünn. Gut. Also, wir brauchen einen linken Verteidiger. Und dann schauen wir jetzt mal bei der Mannschaft. Muss ich mal ganz kurz schauen. Statistiken. Ja, ein Vergleich, genau. Verteidigung. Was uns da so ein bisschen abgeht. Also die Tackling-Werte und Stellungsspiel. Also das Stellungsspiel sollte auf jeden Fall so um die 10, 11 schon haben. Und auch der Tackling-Wert sollte mindestens, um mit der Liga mithalten zu können, um die 12 sein. Also Stellungsspiel und Tackling jeweils 12. Und dann sollten wir auf jeden Fall schon mal besser sein als Nakano. Er hat hier nämlich nur eine 5 im Stellungsspiel. Nein, Nakano wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Nagato. Eine 10 und hier auch nur eine 8. Und Nakano kann ich auf der Position eigentlich schon komplett defensiv vergessen. Den schmeiße ich da jetzt auch einfach mal raus. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, den aufzustellen. Ich glaube, es liegt daran, weil er Spielzeit haben will, aber er ist einfach defensiv nicht zu gebrauchen. Was auch ein Anteil daran haben könnte, dass wir das letzte Spiel so verloren haben. Gut, aber sei es wie es sei, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Und hätten damit auf jeden Fall geklärt, linker Verteidiger brauchen wir als allererstes. So, dann hatten wir gesagt, Flanken. Tackling hätten wir gerne mindestens eine 12. Und da lichtet sich das Feld schon. Und Stellungsspiel hätten wir auch gerne eine 12. So, und dann bleibt gar nicht mehr so viel. Wir hätten hier zum Beispiel in Australien Stefan Nicot. Der sieht aber so schon mal relativ solide aus. Könnte Flügelverteidiger spielen, ist aber eigentlich auch wieder eher ein Inverser. Nagato. Wäre interessiert, wäre auch eine Laie interessiert. Wäre sogar frei. In Australien hinten links. Wäre auch vielseitig, könnte also auch rechts spielen. Stefan Nicot. Den notiere ich mir mal eben. Gut, also es wäre auf jeden Fall ein Außenverteidiger, aber er kann irgendwie keine Rolle auch wirklich perfekt. Also er wäre auch schon eher wieder ein rechter Verteidiger. Was ich ja eigentlich nicht brauche. Ich brauche nun mal einen linken. Ja, den hier 46er, den können wir rausnehmen. Das. Okay, also da müssen wir schon mal wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen. Und schauen, was wir hätten. Zum Beispiel Komatsubara. Das sieht doch schon mal wieder vielversprechend aus. Komatsubara. Gut, also der wäre jetzt auf jeden Fall einer, der links richtig gut die Rolle kann. Schon mal das Erste. Gut, wir würden unsere Deckungswert erhöhen. Erstmal 21 Jahre alt. Komatsubara. Linker Flügel. Der andere wäre eher linker Flügel, rechter Flügel gewesen. So. So, also ich würde mal sagen, der hat eine sehr, sehr gute Physis. Bringt mental einiges mit. Könnte ein bisschen aggressiver sein, aber das kann er vielleicht noch lernen. Flanken könnte er auch. Tackling. Also wenn wir den jetzt mal vergleichen mit
Nagato, der momentan diese Position bekleidet, ist die Verteidigung auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Kann besser mit hohen Bällen umgehen. Offensive gleich, bisschen bessere Übersicht, Physis ist besser. Würde auf jeden Fall die Verteidigung deutlich verstärken. Also der gefällt mir richtig gut. Spielt momentan in Korea, wie es aussieht, bei FC Seoul. Interesse an Transfer wäre es eher zweifelhaft. Wäre aber wohl an einer Leihe interessiert. Wäre eine hervorragende Neuverpflichtung. Gut, also den behalten wir mal im Hinterkopf, wenngleich der auch wahrscheinlich nicht zu kriegen ist. So, sonst haben wir jetzt keinen Japaner, der das würden dann wahrscheinlich auf den Argentinier zurückgreifen, der dann wiederum mit Comas sich in der Gruppe vielleicht ein bisschen wohler fühlen würde. Ist jetzt im Urlaub, Roland Serrano zum Beispiel. Ja, der wäre aber auch wieder eher rechts. Nee, der stimmt nicht, links. Stellungsspiel, Tackling, okay. Wäre jetzt von der Physis her nicht ganz so. Wäre aber tatsächlich von der Verteidigung noch ein bisschen stärker. Auch schneller. Hätte aber die schlechtere Übersicht und kann halt offensiv nicht so viel mitbringen. Was aber jetzt gar nicht so zwingend notwendig wäre. Also das wäre auf jeden Fall auch noch eine Option, Rolando Serrano. Argentinier. Wäre auf der Position dann auch ein 4-Sterne-Spieler. Also auch der würde uns deutlich verstärken. Rolando Serrano. Gut, also schauen wir uns hier nochmal an. Gut, also würde sehr, sehr viel Tempo mitbringen. Verteidigung wären wir jetzt schon im grünen Bereich. Ist halt für die Offensive eigentlich nicht einzusetzen. Wäre also ganz klassischer defensiver Außenverteidiger. Was ein bisschen schade, also Flanken und so kann man sich von dem halt nicht erwarten. So. Gut, aber für die defensive Stabilität mit Tackling 14, wenn man das nochmal mit Nagato vergleicht, von den Attributen her, wäre auf jeden Fall deutlich besser. Stellungsspiel wäre besser. Und ja, hätte natürlich wieder das Problem mit der Sprache. Also da wäre Matsubara schon lieber, gerade weil er auch offensiv mehr mitbringt. Und er erst 21 Jahre alt ist, während Serrano halt schon 28 ist. Also Ko Matsubara wäre da jetzt meine erste Option. Gut, dann würde ich mal eine Anfrage starten. Aber wie gesagt, der hat eben eher kein Interesse. Orlando Serrano kann wahrscheinlich jetzt auch kein Japanisch, nur Spanisch. Könnte sich dann aber zumindest, dann wäre halt unser Comas nicht mehr so einsam, hätte vielleicht den Vorteil. Unser zweiter Argentinier. Ich muss jetzt nochmal schauen, wie viele Ausländer man melden darf. Moment, jetzt habe ich's. Und zwar dürfen wir maximal 5 ausländische Spieler melden. Jetzt mal kurz schauen. Ja, gut, da haben wir eigentlich kein Problem. Wir haben einen Brasilianer und einen Argentinier.
Wäre also der zweite Argentinier in der Mannschaft, wäre also durchaus noch im Rahmen. Gut, dann machen wir dem auch mal ein Angebot. Probevertrag, eine Anfrage starten. Und dann werden wir sehen, was der Verein sagt. So, also dem haben wir ein Angebot gemacht. Dem Matsubara und Serrano auch. Matsubara wäre meine erste Wahl. Serrano eben die ja, Notlösung wäre jetzt zu viel gesagt. Er wäre deutlich besser als Nagato. Aber bringt halt offensiv nichts mit. Auch Konzentration ist jetzt nicht so. Okay. So, das wäre also die eine Position. Schauen wir mal, was sich da jetzt ergibt. Und also Chiashi hat man gesagt, blenden wir erstmal aus. Innenverteidiger hat man jetzt momentan Hiraoka und Itakura. Ja, da sehe ich eigentlich keinen Handlungsbedarf jetzt unbedingt. Zumindest jetzt nicht im Winter. Wobei Hiraoka halt schon relativ alt ist. Da müssen wir halt mal schauen, ob wir noch ein bisschen Innenverteidiger scouten, um vielleicht einen jungen Spieler für nächste Saison ranzubekommen. Und auf der rechten Seite haben wir momentan Tsugai, der halt auch schon 33 ist. Also, da könnte man Stefan Nikro vielleicht doch nochmal ein Angebot machen, weil der war ja ein rechter Sch für die rechte Seite. Ich denke, in der Verteidigung müssen wir einfach sicherer stehen. Mit der Offensive bin ich momentan eigentlich soweit ganz zufrieden. Jetzt sehe ich ihn nicht. Stefan Nigro. Kann halt auch wieder kein Japanisch natürlich. Alles halt nicht so wirklich perfekt und ideal. Könnte aber auf links dann aushelfen. Ansonsten rechts. Und ist halt auch erst 21 Jahre alt. Aber die Sprache, die Sprache. Schauen wir mal, für die rechte Seite würde er sich nur mit zwei. Na, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Zweieinhalb sagen sie nur und dran. Achso, nee, das lohnt sich dann nicht wirklich. Sieht auch von den deinen Attributen bedeutend besser aus. Ich weiß nicht, warum der jetzt so schlecht eingeschätzt wird. Überrascht mich jetzt gerade doch ein wenig. Gut, dann ist der wohl eher nichts für uns. Wobei die Attribute, wie gesagt, eigentlich nicht so schlecht aussehen. Müsst ihr die Sprache lernen, ja. Nee, es muss nicht sein, nein, nein, nein. Muss nicht sein. So, dann suchen wir mal hier der rechten Seite. Wir da so haben. Aber auch hier sehen wir anscheinend keinen Japaner. Wir sollten die Scouts echt. Das heißt wir, ich sollte die Scouts mal da anweisen, eher. In Japan auch zu scouten. In der J-League. Und kurzfristig brauchen wir halt mal einen neuen Innenverteidiger. Junge, talentierte Innenverteidiger, die mindestens schon 3 Sterne haben. Potenzial für 4 auf jeden Fall haben. Und in der J-League einfach mal scouten. Und die sollten physisch ein bisschen was drauf haben.
Also, Innenverteidiger werden kurzfristig jetzt mal gescoutet. Gut, also Außenverteidiger gibt es auf japanischer Seite zumindest jetzt momentan nicht so viel her. Aber Moment, hier sind Serrano könnte, wie gesagt, ja auch beide Seiten spielen. Wie sehe das auf der rechten Seite aus? Auch hier wäre er mit Eu also deutlich besser. Hier wäre, also am besten würden wir beide verpflichten, Serrano und Matsubara. Aber Minimum einen von beiden. Gut, jetzt schauen wir mal kurz, dass wir ein bisschen vorankommen. Also dann hätten wir die Außen geklärt. Ich denke, offensiv im Mittelfeld kann sein, dass Okuno eventuell noch den Verein verlässt. Komas haben wir erst geholt, also ich denke, hier in dem Bereich sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt halt so langsam nochmal ein Backup, weil Rafaelsen ist nur geliehen. Jermaine hat nicht wirklich Potenzial. Und Ishihara ist halt schon 33. Deswegen wollte ich eigentlich noch einen Stürmer. Der braucht natürlich kein Tackling. Und da sollte die Scout-Empfehlung Minimum 80 sein. Mal 70. Gut. Und da hätten wir nämlich auch schon ein paar Angebote. Sollte natürlich jünger sein. Maximal 27. So, und da ist die Auswahl doch auch schon wieder sehr, sehr eingeschränkt, wie man sieht. Und Minagawa, den hatte ich schon mal auf dem Zettel damals. Der spielt momentan in der B-League 2, 26 Jahre schon alt. Und er bringt aber eine sehr, sehr gute Physis mit. Ist nicht zu teuer. Und würde sich halt ähnlich wie Ishihara kurz dahinter einordnen. Wenn wir den jetzt mal vergleichen, wäre halt quasi eher das Backup. Vergleichen ihn mit Ishihara. So, dann ist er bei hohen Bällen ein bisschen besser. Ja, wäre also so relativ identisch oder das Backup sozusagen von Ishihara, der ja momentan noch verletzt ist. Also die werden sich relativ ähnlich, nur dass Minagawa halt noch ein Tick jünger ist mit seinen 26. Hat momentan ja eine ganz gute Form eigentlich. Wäre also ja so als Backup jetzt nicht so unbedingt zu verachten. Und jetzt hier hätten wir noch einen vom FC Tokio, Keiman Togashi. Schauen wir mal im Vergleich zu Minagawa. Er ist ein bisschen mehr wert. Offensiv ein Tick besser, hat ein höheres Tempo allerdings. Also bringt mehr Physis, mehr Beweglichkeit mit, einen besseren Abschluss. Aber die Technik ist schlechter. Ist dafür aber auch erst 24 Jahre alt. Und jetzt schon mehr wert im Grunde genommen. Keiman Togashi. Müsste auf jeden Fall noch in unserem Budget liegen. Aber ist halt momentan eher dann für die Zukunft einer. Das heißt, der hat das Talent. Wäre eine sehr gute Verpflichtung. Sehr agil, sehr beweglich, relativ schnell. Wird sich schwer tun, in eine soziale Gruppe zu kommen, sagen die. Aber auch hier steht ihr Interesse an Transfer zweifelhaft. Aber wir fragen trotzdem mal an.
Und Minagawa wäre jetzt sozusagen das jetzige Backup für Ishihara. Aber es hat alles noch keine Knallertransfers. Puh. Aber ich denke, der würde aber auch hier Interesse an Transfer zweifelhaft. Gut. Also auch hier hätten wir jetzt angefragt. Und jetzt schauen wir mal allgemein, was sonst zu empfehlen wäre. Hier hätten wir einen Linksaußen, den wir ja momentan nicht brauchen, weil wir keine Linksaußen benötigen. Können wir noch mal höchstens schauen. Wir hatten ja mal einen defensiven Mittelfeldspieler. Genau, KOE, den wir damals nicht bekommen konnten. Und der uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde hier, weil er ober- und der Mittelfeldspieler. Der ist zwar etwas älter, würde uns aber, denke ich, im zentralen Mittelfeld nochmal deutlich einen Push nach vorne geben. Und das wäre so unser Königstransfer, wenn wir den bekommen würden. Würde aber unser Mittelfeld dann komplett sprengen, was wir jetzt haben. Atomita war ja verletzt, hatten jetzt Shoji und Chiyashi gespielt im Zentrum. Aber der würde halt das pulverisieren, sage ich mal, was die anderen können. Also wenn wir es jetzt mit Chiyashi wahrscheinlich vergleichen, ist er eigentlich physisch, nur im Tempo ist er ein bisschen langsamer, aber Verteidigung, Physis, bringt er da einfach deutlich mehr mit, ist mental deutlich besser, technisch deutlich besser. So, auch mit Shoji ähnlich aus. Also der wäre auf jeden Fall eine deutliche. Und ich glaube, das werde ich jetzt einfach nochmal versuchen. Auch hier eine Anfrage zu starten. Okay. Also Transferchronik, Komas haben wir ja schon zu uns geholt. Also ich habe jetzt fünf Anfragen quasi gestartet, darunter zwei Stürmer, zwei Verteidiger und Mittelfeldspieler. Und werde jetzt mal schauen, was die so bieten werden. Oder fordern. Also alle werde ich natürlich nicht bekommen, aber wenn ich von diesen fünf Spielern zwei, drei bekomme, würde uns das im Kader auf jeden Fall schon mal sehr helfen. Gut, dann simulieren wir mal ein bisschen weiter. Und ja, also unser Kader ist schon nicht schlecht. Ich muss ihn halt punktuell noch verstärken und auch hier und da ein paar Spiele aussortieren, die langsam auch zu alt werden. Und ja, muss mal schauen. Also auf jeden Fall müsste der Klassenerhalt schon drin sein. Dafür sollten aber sich hoffentlich keine mehr Spieler verletzen. Gut, Sugai, der hat ein bisschen an mir gezweifelt, weil die Teamstimmung so schlecht war. Der ist jetzt wieder glücklich. Okay, Kaori wird schon mal nicht abgegeben. Aber Matsubara würde ihn für 2 Millionen verkaufen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, was mein Transferbudget hergibt.2,3 Millionen. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir das noch ein bisschen drücken können. Lösesumme um 1,9 Millionen. Der hat einen Marktwert von 370.000, also. Aber ich brauche ihn noch. Also ich brauche halt jemanden, der hat noch relativ lange Vertrag, deswegen ist er auch so teuer.
Und ich sehe auch gerade, er kann vor dem 1.7.2019 keine Pflichtspiele für einen anderen Verein, und da ist er, er bereits für zwei Vereine gespielt hat. Und damit ist er eigentlich schon gänzlich uninteressant. Ach, das ist ärgerlich gerade. Er ist erst gewechselt und könnte, wenn dann, erst nächste Saison kommen. Boah. Gut, dann fällt der eigentlich schon mal weg. Wir brauchen jetzt einen. Ah, so, Minagawa. Würde ihn abgeben für 190.000? Oh Mann, den kann ich auch nicht holen. Weil er momentan ausgeliehen ist. Könnte also auch erst am 1. Februar 2019 kommen. Puh. Das ist, und da habe ich mich nicht gut informiert. Als momentan Leihvertrag. Könnte also auch erst im Februar kommen. Gut. Sind schon mal drei Spieler weg. Serrano. Der könnte wechseln. Gut. Also Serrano könnte wechseln. Würde hier links spielen. Ja, das wäre okay. Und dann würde ich vielleicht Matsubara für die nächste Saison holen. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Also den könnten wir jetzt verpflichten. Wenn er denn selber Interesse hat. Jetzt hat er auch schon 28. Würde Matsubara dann nächste Saison als Backup holen und den aufbauen für die linke Seite. Ich glaube, so könnte man das machen. Vergleichen ihn nochmal mit unserem besten Spieler auf der Position. Nagato wäre das. Also technisch ist Nagato auf jeden Fall besser. Deutlich besser. Aber in der Verteidigung halt nicht. Serrano. Gut, also wenn ich den hier, er ist ja auf jeden Fall einer der besten Spieler auf der linken Seite. Würde uns also verstärken. 2 Millionen fordern sie. Sind wir bereit bei 1,4. Oh, okay, ja, die sogar wahrscheinlich tiefer gehen können. Die akzeptieren jetzt das Angebot von 1. 4 Millionen. Und machen jetzt mal das Angebot. Wäre eben Argentinier, hätte halt wieder das Sprachproblem, aber hoffe, dass er dann sich mit Comas ein bisschen zusammentut und so. Okay, was ich noch mache, ich gebe auch für Matsubara ein Angebot ab. Genau. Matsubara. Und der würde dann aber eher für die nächste Saison kommen. Okay, er taucht jetzt gerade nicht auf.
Ach, da ist er, Matsubara. Gut, ich mache auf jeden Fall Angebot. Dann Vertragsende ist 2020. Hat einen Wert. Würde aber, nee, der würde erst in der Sommerpause 2019 kommen sogar. Wäre aber auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft. Nein, er würde sogar jetzt kommen, darf aber kein Pflichtspiel machen. So ist es. Also er kann erst im Juli 2019 spielen, wäre dann ein Jahr und könnte aber keine Pflichtspiele machen, müsste ich also ihn irgendwie fit halten und trainieren. Macht aber dann wahrscheinlich erst Sinn, ihn dann nächstes Jahr zu kaufen. Gut. Simulieren wir mal kurz weiter und schauen, ob wir den Serrano wurde akzeptiert. Und wir können ihm also dann einen Vertrag geben. Und gut. Jetzt schauen wir mal. Er wird auf jeden Fall ein Schlüsselspieler, Vollzeit. Gehalt. Müssten wir mal ganz kurz gucken, was unser restlicher Kader so verdient, damit das ungefähr im Rahmen bleibt. Also so Guy verdient zum Beispiel 150.000, also zwischen 100 und 150.000 können wir dem geben. Er will ein bisschen mehr haben, aber wäre auch einer der Starspieler, also von dem her geben wir ihm vielleicht mal 230.000. Beratergebühr. So, für den Klassenerhalt wird man ihm auf jeden Fall einen schönen Bonus geben, 40.000. Prozentsatz Weiterverkauf, Einsatzprämie, ohne Gegentorprämie, Ersatzspielerprämie. Ein bisschen hochschrauben, weil der wird eh immer spielen. Vertragslänge. Ja, das ist 28 Jahre alt, über 4 Jahre. Gut. Gehalt. Wenn wir noch ein bisschen drücken können. Okay, 240.000. Und abschließen. Gut, ich würde sagen, der Part ist wahrscheinlich trocken genug für euch gewesen, um das ganze Scouting. Wir schauen jetzt mal, ob Rolando Serrano dann zu uns wechseln wird. Für 1,4 Millionen. Wird uns auf jeden Fall auf der linken Seite deutlich verstärken. Von der Defensivqualität her. Und schauen wir noch, Togashi ist jetzt halt noch in der Schwebe, ob er als Stürmer kommt. Und ich denke, Matsubara wird dann halt wirklich nur Sinn machen für nächste Saison, wenn dann. Weil er sonst halt eben keine Pflichtspiele macht. Und ja, ich hätte ihn schon gerne jetzt in meinem Verein, aber was bringt er mir in meinem Verein, wenn er erst nächstes Jahr spielen kann? Okay, wir beenden den Part jetzt mal an der Stelle. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen in der Winterpause hier weiter kümmern. Schauen, ob ich vielleicht den einen oder anderen Spieler dann doch noch kriege und werde euch das dann im nächsten Part präsentieren. Gut, seid gespannt, was ich so erreiche und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag Servus und ciao, ciao.